Ja. Und die verschiedenen Weihnachtssachen haben. Wir werden bestimmt für mich her. Mal schauen. Gucken wir mal. Wein. Du kriegst keinen Wein, ist nur verwachsen. Also hier auf jeden Fall nichts. Ah. Jungs, ich hab die Weihnachtsdeko gefunden. Kommt her. Ja? Achso. Wo ist das? Hier oben. Ich würde sagen, damit können wir den Raum umschmücken, oder? Das denke ich auch. Ja, ja, safe. Ich bin zu so klein. Ja. Kannst du springen? Passt. So. Gut, dann. Jonas, das ist ein bisschen zu schwer für dich. Ich nehme das ab und du kannst auf den Weihnachtsbaum gehen. Ja? Und der ist leichter. Sicher. Ja, verarschen kann ich mich selber. Immer wieder gern. Erstmal das Regal zur Seite schieben. Komm, das machen wir nicht. Ja, genau. Ich räume das gleich weg, keine Ahnung. Ja, machst du das? Ja. Arbeit sich. Top. Ah. Guck mal. Scheiße. Na gut, dann räumen wir mal auf. Emil, pack mal bitte kurz mit an. Mach doch. Was soll das hier heute, ey? Läuft doch gar nichts rund, ne? Ja, heute klappt irgendwie gar nichts. Ist einfach sinnbildlich für den Tag. Die Winterdepression, die lassen grüßen. Ja, die ist ja mal reingezogen, da kannst du mir glauben. Na komm, fang doch. Ach, wird doch. Wieder zu. Ah, danke fürs Warten, das ist sehr nett. Jetzt haben wir den Müll beseitigt. So, Erdgeschoss ist gedrückt. Super. Hm? Ich freue mich. Oh Mann, das wird das beste Weihnachtsfest aller Zeiten. Das kannst du laut sagen. Das wird das beste Weihnachtsfest aller Zeiten. Das war schon besser. Okay. Seht ihr? Es fühlt sich schon alles nach Weihnachten an. Ja, total. Ich hab richtig Spaß. Also so schlecht ist es auch nicht heute hier. Du bist echt ein Optimist. Das musst du mal nehmen lassen. Oh Jungs, was sucht ihr denn noch? Ihr geht nach Hause, Heiligabend. Ich habe Rufbereitschaft wegen der Außenrückgabe. Meine Bahn kommt nicht. Deine auch nicht? Nee. Jungs, wie wär's denn mit einer Runde Sport? Oh ja, sehr gerne. Okay, ich bin bereit. Ach, komm noch ein. Der war schwach geschossen. Aber jetzt mal so richtig. Du grüne Neune! Ciao! Frohe Weihnachten! Kann jemand den Gebäudedienst anrufen? Ich kenne die Nummer nicht. Geil.
Die Beauftragte ist gerade gegangen. Noch besser. Emis, hast du den nicht gehört? Was? Es hat geklingelt. Geh mal rauf. Toll, toll. Ganz großes Kino. Entschuldigung, wie kann ich dir helfen? Ich wollte nur sagen, die Außenrückgabe funktioniert nicht. Jo. Ich gebe das den Andreas. Danke. Ciao. Tschüss. Wer war's? Keine Ahnung, irgendjemand. Was ist das? Ja, wird das zurückgegeben. Die Außenrückgabe hat nicht funktioniert. Die Außenrückgabe? Ja. Schon wieder nicht? Ja, wie immer halt. Ja, dafür bin ich ja da. Rufbereitschaft. Tja. Ist der Kunde noch vor der Tür? Ich guck mal nach. Bis gleich. Biggie. Entschuldigung, Moment! Kommen Sie bitte noch mal kurz zurück! Hallo! Immer das Gleiche mit dem. So ein fleißiges Bienchen. Ach, gut, dass ich Sie noch erwische. Ich habe gehört, die Außenrückgabe soll schon geprüft sein. Genau. Das heißt, Sie konnten es gerade nicht zurückbuchen? Nee. Ich halte nochmal neu starten. Dann können wir es zusammen gerne nochmal probieren. Und dann können Sie idealerweise heute die Bücher noch direkt zurückbuchen, damit Sie vom Konto runterziehen. Ja? Okay, sollen wir ja. So machen? Ja. Alles klar. Kommen Sie mit. Oh je, sie ist ja wirklich außer Betrieb. Wissen Sie was, ich starte mal eben kurz neu. Ich probiere es noch einmal zurückzubuchen und ich prüfe das von der anderen Seite, ja? Ja. Könnt auch mich schön behalten, ja? Alles klar. Bis gleich. Puh, was für ein Glück, dass die wieder funktioniert. Was wäre nur gewesen, wenn das ganze Wochenende nicht funktioniert hätte. Was ist denn schon da rein? Hä? Jungs, schaut mal her. Was lass mal. Hey, schaut mal her. Das war genau Außenrückgabe. Was? Das... geht doch fancy, nicht, oder? Dass sie da reinkommen. Keine Ahnung, die waren plötzlich drin. Sehr seltsam, wenn du mich fragst. Aber das sind Geschenke, ich meine, müssen ausgepackt werden, oder? Jungs, wo ich so drüber nachdenke, eigentlich ist es doch ganz nett mit euch. Es hätte schlimmer kommen können. Ja, wir machen uns jetzt einen schönen Abend, schmeißen die Playstation an. Oh, da ging's gegen. Ja, lass uns noch was zu essen bestellen, du kennst bestimmt irgendwen. Ja, ich kenne die beste Pizza in Hilden. Du kennst sie alle. Meine Tipps sind Gold wert. Und so sieht's aus. Na dann, komm, verzocken wir. So, lass mal jetzt mal zocken hier. Was? Du zuerst mal, weil ich bin der Erste. Nein, ich bin der Erste. Ich bin gar nicht so ungestüm. Wir sind in einer Bibliothek. Etwas. Liebe Besucherinnen und Besucher, wir schließen in circa 10 Minuten. Moment, hey Andreas, das ist der falsche Text. Du meinst frohe Weihnachten. Ach, sorry, mein Fehler. Tut mir leid. Die Stadtbibliothek Hilden wünscht Ihnen ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest. Und einen guten Rutsch ins neue Jahr.